Einen wunderschönen guten Abend. Lange, lange habe ich überlegt, ob ich dieses Spiel spielen soll. Das soll relativ heftig sein mit einigen Jumpscares. Rise of Insanity heißt das. Ist natürlich auf Steam erhältlich, kostet gut 9 Euro. Und ich hoffe, ich überlebe das. Ich sag das gerade raus. Ich hoffe, ich überlebe das. Lasst mal schnell gucken, ob alles richtig eingestellt ist. Passt alles gut. Ja, nee, ist okay. Ich hoffe doch, dass ihr das zu schätzen wisst. Und für alles Weitere, ihr kennt's ja, positive Bewertung, ein nettes Kommentar. Ich würde mich freuen, Leute. Ich würde mich wirklich freuen. Lasst uns mal anfangen. Das geht ungefähr 1,5 Stunden, das Spiel. 3 Parts, 4 Parts. Und ist wahrscheinlich um einiges heftiger als das Spiel, was wir vorher gespielt haben. Transference. Ja. Fangen wir einfach an. Sprache machen wir Deutsch. Untertitel, den können wir eigentlich ausschalten, wenn es Deutsch ist. Lautstärke lassen wir auch so. Passt alles gut. Ah ja, wir müssen nochmal zurück. So. Achtung, dieses Spiel enthält Horrorszenen und Jumpscares. Menschen mit einem mit einem schwachen Herz und ich konnte es gar nicht lesen. Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dowd. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control of you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it, and if you saw anything worrying. Okay, das ging ja noch bis jetzt. Also, wenn mich meine sehr geschärften Sinne mich nicht sehr täuschen, würde ich fast vermuten, dass wir uns hier so in einer Art Psychiatrie vielleicht befinden. Linke Maustaste, schauen wir mal, können wir nichts machen, okay. Was haben wir hier? The patient's data. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Okay, ist natürlich jetzt immer noch die Frage, wen wir spielen. Hier geht's anscheinend um... wie hieß der Edward? Ich sag's ja mit Namen, hab ich's einfach nicht. Patient Edward, genau richtig. Und spezielle Träume, Test in New Therapy, Waiting for Results. Okay, das ist der nächste Schritt hier. Neue Therapie ausprobieren. Jetzt ist natürlich die Frage, spielen wir den Edward oder den dem Therapeuten? Weil wir auf der Seite des Schreibtisches natürlich gestartet sind.
Was sehen wir hier? Ich sehe... ich sehe zwei Mittelfinger. Oh nee, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Okay, gut, man kann sich schon mal nicht in Schränken verstecken. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich mag Spiele nicht, wo man sich verstecken kann. Das erinnert mich immer an Alien Isolation. Schönes Bild. Sehr schönes Bild. Müsst mir unbedingt verraten, welcher Fotograf das war. Ihr kennt mich ja, ich probiere es erstmal wieder so ein bisschen alles zu erkunden. Um zu sehen, ob sich da irgendwelche Geheimnisse verstecken. Eine Gummiente. Ja. Ich möchte schnell noch in die Steuerung reingucken. Einstellungen, Steuerung. Was haben wir denn hier? Maus, Tastatur. Interagieren, schnell. Oh, man kann rennen. Oh, nee. Schlechtes Zeichen. Okay, einfach rennen kann man. Sonst nichts. Man kann sich nicht ducken oder sonst irgendwas. Was? Geflügelzucht und Reproduktion von Richard Birdman. Zu dem 7. Geburtstag. Zu deinem 17. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Steven Papa. Okay. Also, vielleicht haben wir Glück und wir sind nicht dieser Geisteskranke. Sondern der. Also ich glaube, es ist egal, wen wir spielen. Das wird so oder so schlimm. Wir gehen langsam mal raus. Okay. Okay, da hinten ist abgesperrt. So biblische Bilder, die haben ja auch irgendwas Gruseliges, finde ich. Wieso ist denn hier abgesperrt? Ist da ein Mordfall oder sowas passiert? Ein Mordfall. Ein Mord einfach. Genau. Ich hoffe natürlich, dass ich das Erschreckende möglichst lang hinauszögern kann. Was haben wir hier noch? Guck mal, was haben wir hier? Ja. Hauptsache unten rechts. Ah, nee, ist Kaffee. Ich dachte schon, es wäre Blut gewesen. Zeig mal her. Dr. Donwell beginnt seine neue experimentelle Behandlungsmethode. Kann das sein, dass wir das sind? Vielleicht sind wir das. Vielleicht sind wir der Doktor. Das werden wir sicher noch bald herausfinden. Für die Leute, die natürlich auch neu dabei sind, ich bin extrem schreckhaft. Mir rutscht dann... Okay, ein Mordfall ist anscheinend passiert. Vielleicht sind wir sogar in dem Haus, wo der Mord passiert ist. Also eben, ich bin extrem schreckhaft und mir rutscht dann immer auch echt das Herz in die Hose. Und ab und zu schreie ich dann auch mal gerne. Hab auch schon Stühle kaputt gemacht. Vielleicht schneide ich mal sogar mal so ein Best-of zusammen. Von meinen ganzen Ausrastern oder, ja, von meinen ganzen Schreien. Wollen wir zuerst hier links rein? Ich würde sagen schon, ne? Da kommen wir nicht rein, okay. Alles gesperrt. Wieso sind wir denn überhaupt hier in dem Haus drin? Wenn ihr so einen leichten Grauschimmer über dir im Video habt, das ist auch bei mir im Spiel hier. Das Game ist so. Ich kann probieren, im Nachhinein das vielleicht irgendwie rauszubearbeiten mit der Bildbearbeitung. Aber das Spiel ist an sich, das ist so. Das hat so einen leichten Grauschimmer drauf. Guck mal, hier haben wir noch was. Sehr geehrte Frau Dowell, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie mir freie Hand über den Teil des Gartens gelassen haben. Daher habe ich mich entschieden, dort... was? Dahlien zu pflanzen. Ah, Blumen wahrscheinlich. Die gut zu den Waldreben passen. Ich habe alles mit weißem Mohn umgeben. Es wird Ihnen gefallen, Edward. Hm. Okay, das ist anscheinend keine Praxis, das ist ein Haus hier. Ja, kann schon eine Praxis sein, aber keine Anstalt oder sonst irgendwas. Haben wir hier irgendwas? Bilder? Nee. Ah, hier ist was umgefallen, guck mal. Draußen ist es neblig, es ist Nacht. Wie viel Uhr haben wir es? Oh, wir haben es
Please turn off the TV. It's gonna be stormy. Oder wir befinden uns in diesem Traum von diesem Edward. Der hat ja auch noch berichtet gehabt, dass er komische Träume hat. Name des Schülers. Englisch 2, Mathematik 1, Naturwissenschaft 1, Sport, Ethik. Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Na, das ist ein Zeugnis wahrscheinlich. Hier haben wir nicht viel. Vielleicht ist das eine Änderung. Wir haben es 3 in der Nacht. Beste Zeit. Beste Zeit. Madness Symphony. Okay. Das scheint es jetzt auch... Gut. Jetzt haben wir eigentlich so alles erkundet, was man erkunden kann. Ah. Vielleicht müssen wir den Fernseher ausschalten. Warte mal kurz. Das hat die ja... Die Stimme in unserem Kopf hat das ja gesagt. Ja. Und jetzt? Da oben hängt... Warte, da oben hängt noch ein Brief. Den will ich schnell lesen. Schatz, vergiss nicht, dass du heute Dienst hast. Das Telefon klingelt. Ich komme. Das war im Flur draußen. Hallo? Ich konnte es nicht lesen. Habe ich das jetzt aus Versehen weggedrückt? Ich hoffe nicht. Uff. Lieber Abraham, entschuldigen Sie, dass ich lange nicht geschrieben habe. Mir fehlte durch meine Familie und meine Arbeit einfach die Zeit. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie geht es deiner Frau Bertha? Ich habe hier einen Fall mit einem Patienten Edward. Ah, das ist der Brief von dem Psychologen wahrscheinlich. Verwischt. Ah, der Nachname ist verwischt. 41 Jahre alt. Er sagte, er hätte sowohl Schlafprobleme als auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich habe kleine Ticks beobachtet. Manchmal zuckt er abrupt mit dem linken kleinen Finger. Er hat mir von seinem Albtraum erzählt, der ihn beschäftigt. Es ist der einzigste Traum, an den er sich erinnert. Er sagt, er versuche dort eine Frau und sein Kind zu töten. Und eine Frau und sein Kind zu töten. Also sein, ja, egal. Dazu kommt es jedoch nie, da er stets vorher aufwacht. Seltsam ist es, dass Edward ein Junggeselle ohne Kinder ist. Was hältst du davon? Meiner Meinung nach ist er der Anfang einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung. Aber du hast mehr Erfahrung in der Psychopathologie. Mit besten Grüßen, Stephen Dorwell. Ob wir jetzt immer noch denselben spielen? Oder jetzt auch einfach nur... Es steht noch nichts fest. Bitte kommen Sie in die Leichenhalle, um bei der Identifizierung zu helfen. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Mhm, okay. Das ist nochmal genau dasselbe, was im Brief drin stand. Dann werden wir uns jetzt mal in die Leichenhalle begeben. Aber sind wahrscheinlich wieder alleine. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich im Krankenhaus. Ja, tatsächlich. Also in die Leichenhalle. Was ist denn das für eine Musik hier? Das gefällt mir gar nicht. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Wo sind wir hier? Wieso sind wir alleine? Das gefällt mir alles ganz und gar nicht.
Oh, ich höre komische Sachen. Ich gehe runter. Natürlich sicher unten im Keller, oder? Nee, nicht ganz. Doch. Genau. Haben die wohl ihre Stromrechnung nicht bezahlt, hä? Ist für mich doch kein Problem. Da vorne ist einer gelaufen. Scheißdreck. Habt ihr es gesehen? Scheiße. Ein toter Vogel. Und eine Gummiente. Mann, warum sind wir denn auch alleine hier? Der ist hier rechts raus. Der ist da rechts reingegangen. Ein Schlüssel zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise beginnt. Nee, da, na, na, das ist eine Scheiße. Das. Hallo? Jetzt sehe ich einen Rabe, einen toten Rabe. Den sehe ich jetzt dort. Hier ist, wo die Leiche liegen sollte, ein Bild. Ich weiß nicht, wieso ich das hier alles mache überhaupt. Mann, scheiße. Wir brauchen einen Code. Okay. Wo kriegen wir den her? Ich weiß es nicht. Das Bild, kann man das angucken? Nicht wirklich, man sieht nicht viel. Hier haben wir nur diesen Zug. Steht da irgendwas drauf? Dem fehlt ein Auge. Okay. Einen dreistelligen Code. Der Schlüssel zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise begann. Schlüssel. Code. Also wieder nach vorne. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Muss man da reingucken? Ich weiß es nicht. Da ist alles schwarz. Was war das? Nein. Mann, das Spiel hat noch gar nicht angefangen. Hey, ich weiß nicht, ob ich das zu Ende spielen kann, gell? Da liegt was Blaues. Ich weiß nicht, was das ist. Kann man hier sterben? Ich will wieder raus. Was hatten sich jetzt gerade da so? Ich hab kein. Müssen wir wieder hoch? Für den Code? Davon ist einer gelaufen vorhin. Ich weiß es, ich hab's gesehen. Ich hoffe, euch ist das nicht zu dunkel. Ich guck, da muss ich echt gucken. Ey, ich hab voll Schiss, durch diese Türen zu gucken. Oder ist die jetzt offen, die Tür? Nee, die ist nicht offen. Warte mal, machen wir die Tür zu. Da steht auch nichts. Ich muss wieder raus, oder? Ich kann mir nur... Hier ist nichts. Wo ist denn eigentlich die Gummiente, die wir vorhin aufgesammelt haben? Haben wir ein Inventar? Warte, ich will mal schnell gucken. Interagieren, linke Maustaste, schneller rennen, Hilfe F. Nö. Ich kann höchstens F drücken.
Nö, kommt nichts. Also wir gehen mal wieder zurück. Wir müssen wieder hoch, habe ich das Gefühl. Vielleicht müssen wir später da rein, nicht jetzt. Ich bin's. Ja. Jumpscares. Ich hasse Jumpscares. Gruseln ist eine Sache, aber sich zu erschrecken. Ich dachte, da steht einer. Aber sich zu erschrecken ist was anderes. Bitte sind wir hier fertig. Hier liegt der. Nee, das war der. Sehkraft prüfen, Zimmer 6. Jo, wir sind mit Zimmer 6. Okay. Das haben wir sonst alles überprüft schon. Ich sag ja, sich zu gruseln ist eine Sache, aber sich zu erschrecken ist nochmal was ganz anderes. Ich schwöre, das nächste Mal ziehe ich meine Pulsuhr an. Und behalte es mal im Auge. Ey, wieso mache ich das denn jetzt auch schon wieder? Da liegt eine Leiche. Hier hat wohl einer vergessen. Kann mal einer dem Jerry sagen, dass er wieder die Leute da wegräumen soll? Die stinkt langsam. Scheiße. Also Zimmer 6 müssen wir. Okay. Da, Zimmer 6, Sehkraft. Okay. Okay, okay. Da waren wir ja schon mal drin, gell? Da hat jemand rumgewütet. Die waren vorher im Regal. Ist da jemand? Ich weiß nicht. Guck mal hier. 629. Die einzigsten Zahlen hier auf dem Papier. Also in sowas bin ich ja gut, ne? Ich brauche einen Stift. Einen Stift. Ich habe keinen Stift. Okay, die kann man sich ja merken. 629. Allerdings sind wir auch jetzt schon bei, wie viel? 25 Minuten gleich angekommen. Ich glaube, ich werde den Part hier an der Stelle beenden. Ich habe keinen Bock, jetzt noch heute da runter zu gehen. Das machen wir das nächste Mal. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Das war 100 pro nur der Anfang bis jetzt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, gebt mir einen Daumen nach oben. Sagt, es gefällt euch. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Ihr kennt das ganze Gezedere, ja. Und beim nächsten Mal begeben wir uns wieder nach unten in den Keller. Den Code haben wir. Und es kann nur noch wunderbar werden, habe ich das Gefühl. Ich wette, wir wachen gleich auf in dem Spiel. Die Sonne scheint. Wir sind am Strand irgendwo und trinken unseren Cocktail. Hundertprozentig. Das ist hundertprozentig, ist das so. Okay? Dann sage ich sonst an der Stelle, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Nier.